Hallo zusammen, Salve a tutti, es ist Freitagabend, wir haben den 27. Mai und es ist 17.34 Uhr. Ganz kurz mal die beiden Positionen, die ihr kennt und dann werden die heute zum letzten Mal genannt. Das eine hier ist das Gold. Ich hatte bei 18,66 ein Drittel verkauft, wurde gestoppt bei 18,45 mit einem Drittel und habe auch bei 18,40, das ist hier so an der 200-Tage-Linie, das letzte Drittel in den Stop gelegt. Noch ist da nichts passiert. Ein Drittel habe ich noch. Wenn das genommen wird, dann wurden aus den euch bekannten oder für euch bereitgestellten Zahlen aus 1.800 Euro war das, wurden 900 Euro Gewinn. Finde ich, ist okay, kann ich mit leben. 50% ist gut soweit. Aber ich habe jetzt hier kein frisches Signal, außer dass mir das hier ein bisschen das fällt im Gold. Gucken wir mal auf den Nasdaq. Wo ist der Nasdaq? Hier ist der Nasdaq. Die Position, das waren oder sind 10.000er Calls im Nasdaq und 15.800er Puts im DAX. Das wurde eingegangen mit 2.255 und der ist ordentlich gefallen, so wie es gehört, und handelt momentan bei 1.890, na sagen wir mal 1.900 im Moment. Das sind auch 350 Punkte plus. Und weil der Mike geschrieben hat, es sei Spielerei, das ist keine Spielerei. Börse besteht nicht nur aus Outright Long oder Outright Short. Man kann da auch eine ganze Menge Sachen dazwischen machen, wie zum Beispiel so ein Brettspiel. Und mit dieser Position hätte ich auch kein Problem gehabt, 2 Wochen in Urlaub zu gehen. Mit dem Outright Long im DAX oder Short hätte ich das nicht gemacht. Also zumindest nicht in dem Volumen. Deswegen, ich weiß schon, was ich da mache, Mike. Ja, das nur mal zum Sagen. Und jetzt gehen wir hier zum DAX. Also, das erste ist, ich nehme die Fibos raus. Die haben ihren Zweck erfüllt mit dem hier. Das war das Wichtigste überhaupt. Und dann haben wir hier an dem 38er von dieser Bewegung auch ein bisschen rumgespielt. Sind nochmal runtergegangen auf das 50er. Die haben für mich ihren Zweck erfüllt. Wir sind nämlich über den ganzen, meiner Meinung nach, sinnvollen Fibos sind wir drüber. Jetzt sieht es hier alles ein bisschen, naja, leichter aus, sagen wir es mal so. Wir haben nicht nur den Kanal gebrochen nach oben mit Schlusskurs bereits gestern und heute auch. Mir war halt wichtig, dass wir diesen Punkt hier überbieten. Das war die 14.226. Gestern war der Schlusskurs 14.231. Nicht viel, aber er hat es gemacht und zieht dann weiter durch. Da hat auch gleich den hier vernascht. Das war das High vom 5.5. bei 14.315, sodass rein vom Chart her gibt es hier einen kleineren Widerstand. Das ist dieser hier und der ist bei, wo ist denn da, das Hoch war bei 14.598. Das ist jetzt für mich vom Chart her das Einzige, was ich jetzt hier habe, außer natürlich dem vom 29.3. Da waren wir bei 14.925 und ich finde, das sieht noch gut aus. Also ich lasse den Kanal jetzt erst nochmal drin. So ein Markt hat oftmals die Angewohnheit, dass er nochmal so einen ganz kleinen Taucher macht. Es ist so, am Montag sind die Amis zu. Ich habe diese Tage schon gesehen als extrem hektisch, aber auch als extrem langweilig. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, das kann man schlecht sagen. Es sieht gut aus. Wir haben das obere Band überboten, auch mit Schlusskurs. Wir sind vom MACD her in Ordnung. Die Stochastik gilt als überkauft, aber das ist egal, es ist kein Verkaufssignal, so wie wir es eben im Gold gesehen haben, am Anfang des Filmes. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Also das hier, die, ich runde leicht, 14.600 sollte eigentlich kein echtes Problem darstellen. Und dann kommen wir halt hier mit der 14.925. Spätestens dann sollte er eine Pause machen, aber ich halte die 14.925 für durchaus möglich. Also ich habe hier kein Verkaufssignal. Also nirgendwo, irgendwo, irgendwie. Bänder gehen auf, oberes gebrochen, Trend raus, letzte Zwischenhochs rausgenommen, dieses auch. MACD in Ordnung, Stochastik in Ordnung. Für mich sieht der ganz gut aus, also der hat noch Platz. Ich meine auch nach wie vor festzustellen, dass die Stimmung für den Markt immer noch schlechter ist, als er wirklich sich darstellt. Und ich finde, was der hier macht, ist echt ordentlich. Wo habe ich die Scheine? Hier habe ich die Scheine. Ich habe folgende Scheine genommen. Und zwar
ich kann freitags DAX nicht so nah dran gehen. 13.756, da sind wir hier. Hier drunter, unter dieser Kerze. 13.756, ich halte den auch nach wie vor noch durchaus für erwerbenswert. Nur wer jetzt keine gekauft hat bisher, der sollte jetzt auch hier nicht mehr mit dem vollen Betrag reingehen, sondern eher mal langsamer machen. Das ist ein Hebel 20 mit der Kennnummer GK568P. Und als Put habe ich eingenommen, der liegt hinter der 200-Tage-Linie, weiter weg, dennoch ein Hebel von 18. Bei 15.207, da sind wir ungefähr da, wo jetzt die Maus ist. Das ist die GK2SCQ. Tja, den würde ich wahrscheinlich erst dann in Betracht ziehen, wenn wir wirklich hier in diesem Bereich um die 14.900 sind. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier auf 16.000 straight hochsteigen, aber dieser Downtrend ist ad acta gelegt. Hoch oder ein A, ein B, ein C. Ein B, ein C. Ein B und dann wurde das letzte C gebrochen hier. Das letzte Zwischenhoch ist durch. Also hier ist wirklich, ich wüsste nicht, was negativ sein sollte. Dennoch können natürlich, das wissen wir alle, noch ein paar ganz fiese Überraschungen kommen, auch übers Wochenende. Aber im Moment, wenn ich das mal ausschalte, finde ich, sieht der Markt echt in Ordnung aus und verdient eine weitere Chance. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.